Der afrikanische Kontinent gilt als drittgrößter Kontinent der Welt und ist von verschiedenen Gewässern umgeben. Darüber hinaus verfügt es über eine sehr große Land- und Wüstenfläche, was bedeutet, dass es zahlreiche Geheimnisse birgt, die immer noch viele Wissenschaftler in Erstaunen versetzen. Dieses anhaltende Rätsel veranlasst Wissenschaftler, den Kontinent zu untersuchen, in der Hoffnung, antike Relikte zu entdecken, die noch ausgegraben werden müssen. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen einige der überraschendsten Entdeckungen auf dem afrikanischen Kontinent. Eine dieser bemerkenswerten Entdeckungen ist die antike Stadt Herakleion in Ägypten. Im Mittelmeerraum haben Wissenschaftler Beweise für die Zivilisation dieser antiken Stadt gefunden, die der mythischen verlorenen Stadt Atlantis ähneln soll. Darüber hinaus wurden zahlreiche beeindruckende Denkmäler, archäologische Überreste und Tafeln mit antiken Inschriften entdeckt, die wertvolle Informationen über diese Zivilisation liefern. Im Jahr 2021 machte eine Gruppe von Wissenschaftlern in Algerien einen bedeutenden Fund, einen Meteoriten, der mit einem geschätzten Alter von etwa 4,565 Millionen Jahren als der älteste im Sonnensystem weltweit gilt. Dieser Meteorit wirft Licht auf die Ursprünge des Sonnensystems und seine frühe Geschichte, was für die wissenschaftliche Gemeinschaft von großem Interesse ist. Darüber hinaus erforschen Wissenschaftler häufig Höhlen, die einst als Wohnstätte für alte Menschen an verschiedenen Orten auf dem Kontinent dienten. In einer der Höhlen in Afrika untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern die Knochen einer alten menschlichen Spezies. Diese Studien ergaben, dass diese Art einen kleinen Kopf- und Knocheneigenschaften hatte, die zum Gehen und Klettern auf Bäume geeignet waren. Diese Entdeckung bestätigt, dass Afrika zahlreiche Geheimnisse birgt, die entscheidende Antworten auf die Entwicklung der menschlichen Spezies auf der Erde liefern könnten. Antworten, die trotz der Fortschritte früherer Wissenschaftler noch nicht vollständig gelüftet wurden. Im Jahr 2021 machte eine Gruppe von Wissenschaftlern im Norden Tansanias eine erstaunliche Entdeckung, indem sie einige der Werkzeuge fand, mit denen die alten Menschen vor etwa 2,6 Millionen Jahren rudimentäre Waffen zur Selbstverteidigung und Jagd herstellten. Raubtiere, die damals übertraf die Größe eines Menschen. Dieser Befund bestätigt die Einfachheit der Waffen, mit denen unsere Vorfahren überlebten, und liefert wertvolle Informationen über die Entwicklung unseres Planeten und die Geschichte der Menschheit. In dieser Region im Norden Tansanias befand sich einst einer der ältesten von Menschen genutzten Seen, da er große Wassermengen enthielt. Eine Gruppe von Geologen konnte den Boden in der Nähe des Sees untersuchen und analysieren und dabei feststellen, dass dieser in der Vergangenheit deutlich ausgedehnter war als heute. Es kam jedoch zu einer Dürre, die zu einem deutlichen Rückgang des Wasserspiegels führte. Diese Veränderung der Wasserbedingungen stellt einen großen Wandel in der natürlichen Umwelt dar und hat Wissenschaftler dazu veranlasst, die Gründe für dieses Ereignis zu untersuchen und die Geschichte des Sees und die Ursachen seiner Austrocknung zu untersuchen. Der Mount Mabo, ein Berg im Norden Mosambiks, ist für seine alten Regenwälder bekannt. Es erstreckt sich über etwa 1700 Meter und seine Wälder bedecken etwa 7000 Quadratar. Trotz seiner lokalen Anerkennung waren sich Botaniker und Zoologen bis 2005 der außergewöhnlichen Vielfalt seiner Tierwelt nicht bewusst. Man geht davon aus, dass es Wissenschaftlern speziell im Jahr 2013 mit Hilfe von Satellitentechnologie gelungen ist, dieses Gebiet tiefer zu erforschen, was ihnen ermöglicht wurde, es genauer kennenzulernen und zahlreiche Aspekte zu entdecken, die verborgen blieben. Diese Tatsache bestärkt die Annahme, dass es auf dem Planeten Erde immer noch viele Gebiete gibt, die noch nicht erforscht sind und die Hinweise auf antike Zivilisationen oder bedeutende Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung enthalten könnten. Kind Buddha. Im Jahr 2018 suchten die Filmemacher Leon Deschamps und Shane Thompson nach Material für einen Dokumentarfilm über die französische Erkundung Australiens. Sie verwendeten Metalldetektoren in Shark Bay, Westaustralien, und fanden einen seltenen Buddha aus der Ming-Dynastie, insbesondere eine kleine Baby-Buddha-Statue. Diese überraschende Enthüllung löste Kontroversen aus, einige hielten es für eine Fälschung, während andere sich fragten, wie eine Statue aus der Ming-Dynastie nach Australien gelangte. Nach einiger Zeit stellten Experten seine Echtheit fest, doch das Geheimnis seiner Herkunft blieb bestehen.
Die Statue, 15 cm hoch und 1 Kilogramm aus Bronze, soll vor Hunderten von Jahren in China entstanden sein und löste Spekulationen über ihre Präsenz in Australien aus. Es wird angenommen, dass es zwischen 1368 und 1644 NCHR von Entdeckern der Ming-Dynastie getragen und etwa 150 Jahre vor seiner Entdeckung begraben wurde. Es gibt jedoch skeptische Meinungen. Obwohl Schiffe Expeditionen in Südostasien unternahmen, gibt es keine Hinweise darauf, dass sie im 17. Jahrhundert vor europäischen Entdeckern Australien erreichten. Es gibt unterschiedliche Theorien, einige gehen davon aus, dass die Statue in den 1870er Jahren im Rahmen einer Falschmeldung von chinesischen Perlenhändlern oder Fischern zurückgelassen wurde. Die Ungewissheit über den wahren Ursprung des Buddha konnte nur durch Ausgrabungen an der Stätte ausgeräumt werden. Pharamedaban. Dieser Fund handelt vom Pharao Echnaton, einem alten und berühmten Herrscher. Echnaton ist für sein eigenartiges Aussehen bekannt, das dem einer Frau ähnelt, was für einen männlichen Anführer ungewöhnlich ist. Er war der Vater von Tutanchamun und Ehemann von Nofretete, einer umstrittenen Königin. Sein Medaillon wird am meisten diskutiert. Es zeigt eine Art echtes Schiff oder eine Scheibe, die einer fliegenden Untertasse ähnelt, mit einem außerirdischen Kopf an der Spitze. Dies hat zu Debatten darüber geführt, ob Außerirdische mit dem alten Ägypten verwandt waren. Allerdings existiert das Medaillon nur auf Fotos und wir können nicht sicher sein, was es für die Ägypter wirklich bedeutete. Tierentwicklung. Haben sie nicht nur darüber nachgedacht, wie der erste Mensch erschien, sondern auch darüber nachgedacht, wie sich Tiere entwickelt haben? Leben gibt es auf der Erde seit etwa 4,5 Milliarden Jahren, doch lange Zeit gab es nur Bakterien. Informationen über die Evolution der Tiere werden meist aus Fossilien wie Muscheln und Knochen gewonnen. Obwohl wir harte Fossilien kennen, die mehr als 500 Millionen Jahre alt sind, gibt es eine frühere Zeit, in der Tiere weich waren und nicht viele fossile Spuren hinterließen. Es wird angenommen, dass Schwämme die grundlegendsten Tiere im Stammbaum der Evolution sind und daher möglicherweise die ersten sind, die auftauchen. Auch wenn sie vielleicht nicht wie Tiere aussehen, sind Schwämme es doch. Sie ernähren sich, indem sie Wasser mit organischem Material aufnehmen und Sauerstoff verwenden. Obwohl wir glauben, dass Schwämme vor Hunderten von Millionen Jahren existierten, gibt es nicht viele Fossilien aus dieser Zeit. Dies liegt daran, dass Schwämme keine harten Teile wie Schalen oder Knochen haben, was es schwierig macht, Beweise für ihre Existenz in alten Gesteinen zu finden. Wenn wir bestätigen, dass Schwämme zu dieser Zeit lebten, würde das bedeuten, dass Tiere viel früher existierten, als wir dachten. Das Tor der Götter. 1996 fand ein Reiseleiter namens José Luis Delgado Mamani eine ungewöhnliche Tür in der Nähe des Titicacasees in Südamerika. Es wird Aramumuru oder Tor der Götter genannt und hat aufgrund seines Ursprungs und Zwecks Kontroversen ausgelöst. Mehr als 4000 Jahre lang wurde das Gebiet um den See und die Berge von indigenen Gemeinschaften bewohnt, darunter den Inkas unter der Führung von Pachacuti Inca Yupanqui. Für die Inkas war der See der Anfang der Welt und ein Ort für die Geister nach dem Tod. Das 7 Meter hohe und breite Aramumuru-Bauwerk mit einer kleinen Tür in der Mitte gilt als Wallfahrts- und Kultort mit besonderen Kräften. Obwohl nicht bekannt ist, woher es kommt, geht man davon aus, dass es bereits vor den Inkas existierte und dass indianische Gemeinschaften Geschichten darüber haben. Es wird gesagt, dass es ein Portal ist, um in andere Welten zu reisen, und dass die Götter es benutzt haben. Diejenigen, die an die Tür geklopft haben, sagen, dass sie Frieden spüren. Obwohl es älter als die Inkas ist, stammt sein Name von einer Inka-Legende, in der ein Priester namens Aramumuru mit einer goldenen Scheibe namens Schlüssel der Götter der Sieben Strahlen vor den Spaniern flüchtete, sie an der Steintür platzierte und verschwand durch. Die Inkas fielen aufgrund von Invasionen, Krankheiten und Ressourcenverlust an die Spanier, was 1592 zum Ende ihres Reiches führte. Grab Jesu. Auch wenn sie kein Christ sind, haben sie wahrscheinlich schon vom Tod und der Auferstehung Jesu gehört.
Die frühesten Geschichten über seine Beerdigung finden sich in den kanonischen Evangelien, den ersten vier Büchern des Neuen Testaments, die einige Jahrzehnte nach der Kreuzigung Jesu im Jahr 30 NCHR geschrieben wurden. Obwohl die Einzelheiten in den vier Büchern unterschiedlich sind, erzählen sie alle, wie Jesus in einem Felsengrab begraben wurde, das Josef von Arimathäa, einem wohlhabenden jüdischen Anhänger, gehörte. Archäologen haben rund um Jerusalem mehr als 1000 ähnliche Felsengräber gefunden. Früher gab es jeweils Grabkammern mit langen Nischen an den Seiten für die einzelnen Leichen. Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen war die Grabeskirche, von der man annimmt, dass sie den ursprünglichen Ort des Grabes Jesu markiert. Obwohl religiöse Texte darauf hinweisen, dass Jesus außerhalb Jerusalems in der Nähe von Golgatha begraben wurde, wo er gekreuzigt wurde, erlaubte die jüdische Tradition keine Beerdigung innerhalb der Stadtmauern. Die Mauern wurden später um Golgatha und das Grab erweitert, was es schwierig machte, den genauen Ort seiner Beerdigung zu bestimmen. Archäologen in Jerusalem behaupten jedoch, dass es keine Beweise gebe, die die Echtheit der Stätte ausschließen würden. Der Antikythera-Mechanismus. Im Jahr 1900 suchten griechische Taucher aus Symi nach Schwämmen, als ein starker Sturm sie in die Nähe der Insel Antikythera trug. Dort fanden sie ein Schiffswrack voller griechischer Schätze, den bis dahin bedeutendsten antiken Schiffswrackfund. Einer der Schätze war der Antikythera-Mechanismus, ein Objekt in Wörterbuchgröße mit präzisen Bronzezahnrädern. Aufgrund anderer aufregender Entdeckungen wurde es zunächst übersehen, doch später fielen seine raffinierten münzgroßen Zahnräder auf. Dies war überraschend, da man nicht glaubte, dass die alten Griechen solch fortschrittliche Zahnräder verwendet hätten. Der Mechanismus schreibt neu, was wir über seine Technologie wissen. Früher glaubte man, dass die Griechen Zahnräder nur in rudimentären Mühlen verwendeten. Dieser einfache, aber beeindruckende Mechanismus ist einzigartig. Obwohl es einen byzantinischen Kalender aus dem Jahr 600 NCHR gibt, entstanden im 14. Jahrhundert fortschrittliche astronomische Uhren. Anders der Antikythera-Mechanismus mit millimetergenauen Zahnrädern. Aber warum gab es so etwas nicht schon früher? Experten gehen davon aus, dass es aus wertvoller Bronze besteht und zur Wiederverwendung eingeschmolzen werden würde, wenn es nicht mehr funktioniert. Ohne den Schiffbruch wäre es verschwunden. Die verlorene Stadt des Affengottes. Archäologen hörten seit Jahren Gerüchte über eine Stadt im Dschungel von Honduras und bezeichneten sie manchmal als die weiße Stadt und manchmal als die verlorene Stadt des Affengottes. Im Jahr 2015 wurde die Stadt von einem Mythos zur Realität. Der Legende nach wurde die Stadt von Ureinwohnern gegründet, die vor der unerbittlichen Eroberung und dem Massaker der spanischen Konquistadoren flohen. Expeditionen im frühen 20. Jahrhundert stießen nur auf Gerüchte, und erst 2010 kam eine neue Technologie namens LIDAR, Light Detection and Ranging, auf den Markt und es begannen Fortschritte zu machen. Der Scan enthüllte eine weitläufige Stadt, die im Dschungel versteckt war, und Archäologen machten sich 2015 schließlich auf den Weg durch die Bäume, um die alte, verlassene Stadt zu finden. Laut National Geographic war das, was sie entdeckten, erstaunlich, perfekt erhaltene und intakte Steinstrukturen, Pyramiden, Schnitzereien, Gefäße und Vasen, Thron und Tische. Die ökologische Forschung war langsam, aber die Website hat einige andere Ergebnisse erbracht. Es wurde festgestellt, dass dieses unberührte Paradies die Heimat einer Vielzahl gefährdeter Pflanzen, Vögel, Insekten und Reptilien ist und von Conservation International als Zufluchtsort für bedrohte Arten beschrieben wurde. Oh, und Douglas Preston war Teil der ersten Expedition, die noch etwas anderes entdeckte, eine fleischfressende Krankheit, die dazu führt, dass Nase und Lippen eines Menschen zuerst verfaulen, und ja, alle Entdecker kamen damit nach Hause. Daher ist es vielleicht am besten, diese Erkundung den Profis zu überlassen. Die Stadt Nan. Nan Madol ist eine atemberaubend schöne Stadt, daher ist es keine Überraschung, dass Lovecrafts Vision von Reihe laut Atlas Obscura von Nan Madol inspiriert ist. Es wird auch vom Smithsonian gelobt, dass es als ein Wunderwerk der Ingenieurskunst und als das einzige Überbleibsel der Saudulas bezeichnet,
die gleichermaßen religiös und grausam waren und eine Steinstadt hinterließen, von der man immer noch annimmt, dass sie die Heimat vieler Geister sei. Gruselig, ja, aber Archäologen haben 2016 in den Ruinen etwas Unerwartetes entdeckt. Der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses, wie sich die Menschheit von einfachen Gesellschaften zu komplexeren Gesellschaften entwickelt hat, so Science Daily. Die Uranreihendatierung ermöglichte es Forschern, das Baudatum eines antiken Häuptlingsgrabes zwischen 1180 und 1200 zu bestimmen. Auch die Größe des Grabes ist von Bedeutung, wie Historiker sagen, weil sie entdeckt haben, dass es sich um eine jüngste Entwicklung von einem einfachen zu einem komplexen Grab handelt, obwohl die Gesellschaft von einem einzigen Häuptling auf einer Reihe von Inseln und Stämmen regiert wird, haben sie immer noch Zugang zu etwas anderem, mündlicher Überlieferung. Und warum ist das bedeutsam? Es gibt den Archäologen Hoffnung, dass sie das Ereignis identifizieren können, das dazu geführt hat, dass sich die Gesellschaft von Nan Maddle in eine Gesellschaft umgestaltete, die von einem Häuptling regiert wird, der über schockierende Macht verfügt, und dass dies dabei helfen wird, zu verstehen, wie sich Gesellschaften im Laufe der Zeit entwickelt haben. Das verlorene Gold der Inkas. Die Geschichte von Inca Gold beginnt im 16. Jahrhundert, als der spanische Entdecker und allgemein Bösewicht Francisco Pizarro ein Lösegeld forderte. Wenn die Inkas ihm einen Raum voller Gold bringen würden, würde er König Atahualpa befreien. Glücklicherweise begannen die Inkas, das Lösegeld einzutreiben, doch leider war Pizarro ungeduldig und ließ ihn hinrichten. Laut National Geographic wird die Geschichte hier düster. Das Lösegeld soll irgendwo in einer geheimen Höhle versteckt gewesen sein, es gibt jedoch Hinweise darauf, dass es mehrmals entdeckt wurde. Das erste geschah etwa 50 Jahre später, als ein Spanier namens Valverde Geld bekam, indem er sagte, die Familie seiner Inka-Frau habe ihm gezeigt, wo der Schatz sei. Er hinterließ Anweisungen, wie man es findet. Der Reiseführer und die Karte verschwanden bis in die 1850er Jahre, aber erst 1886 untersuchte ein Schatzsucher namens Beth Blake den Schatz und meldete, ihn gefunden zu haben. Er beschrieb lebensgroße Menschen, Vogel- und Tierfiguren aus Gold und Juwelen, mit Smaragden gefüllte Goldvasen und die schönsten Metallarbeiten, die man sich vorstellen kann. Blake nahm, was sie tragen konnte, ging und wollte zurückkehren. Allerdings verschwand er auf dem Rückweg nach New York und alle Versuche, ihn ausfindig zu machen, scheiterten. Wo ist es geblieben und wird jemand anderes das Gold finden können? Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Great Yarmouth. Bei Baggerarbeiten in Great Yarmouth wurde eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Behörden richteten eine Sperrzone ein und riefen das Bombenentschärfungsteam der Armee an. Geplant war, die Bombe mit Hilfe eines Roboters zu demontieren, doch am dritten Tag der Operation explodierte sie. Glücklicherweise konnten die Vorsichtsmaßnahmen den Schaden minimieren und niemand wurde verletzt. Dies ist kein Einzelfall, in Deutschland wurden nicht explodierte Bomben gefunden und behandelt. Mehr als 400 könnten unter der Erde versteckt sein und die bleibenden Auswirkungen vergangener Konflikte heute zeigen. Römische Dodekader. Römische Dodekader sind mysteriöse Objekte mit 12 flachen Flächen, die aus der Römerzeit stammen. Sie wurden aus einer Kupferlegierung hergestellt und erscheinen auf römischen Münzen als Wertangabe. Doch seit der erste Fund im Jahr 1739 erfolgte, ist sein Zweck ein Rätsel. Diese Objekte werden an antiken Städten in Nordeuropa gefunden und es gibt verschiedene Theorien über ihre Funktion. Manche denken, dass sie dekorativ waren oder als Kerzenhalter dienten, da man in ihnen Wachs gefunden hat. Andere glauben, dass sie verwendet wurden, um entfernte Dinge zu messen, etwa gefälschte Münzen anhand ihrer Größe, oder sogar, um Glück vorherzusagen. Eine neuere Theorie besagt, dass Löcher unterschiedlicher Größe in den Dodekadern dazu verwendet worden sein könnten, Handschuhe um Finger und Daumen zu weben. Obwohl diese Theorien existieren, gibt es keine direkten Beweise aus der Römerzeit, die sie stützen. Über den Zweck dieser römischen Dodekader besteht weiterhin Unsicherheit. Plastiksteine.
Eine aktuelle Entdeckung hat bei Wissenschaftlern aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt Anlass zur Sorge gegeben. Es wurde auf einer abgelegenen Insel in Trinidad hergestellt, die aufgrund mangelnder menschlicher Aktivität als Zufluchtsort für seltene und gefährdete Arten dient. Es wurde jedoch ein seltsamer blaugrüner Stein gefunden, der sich als neuer Gesteinstyp aus Plastik und vulkanischer Lava herausstellte. Diese als Plastiklomerate bezeichneten Formationen traten erstmals 2014 auf und wurden in verschiedenen Teilen der Welt gefunden. Diese Entdeckung verdeutlicht, wie menschliche Verschmutzung, wie zum Beispiel Plastikmüll im Meer, unerwartete Orte erreichen und Ökosysteme schädigen kann. Die Tatsache, dass unsere Bevölkerung und der Klimawandel miteinander verbunden sind, verstärkt die Besorgnis über den irreversiblen Schaden, den wir der Natur zufügen. Versteinerte Skelette. Berlin hat interessante Entdeckungen zu bieten und aus der antiken Stadt Pompeji ist kürzlich eine faszinierende Geschichte hervorgegangen. Pompeji wurde vor 2000 Jahren durch den Ausbruch des Vesuvs zerstört und hinterließ eine reiche archäologische Stätte. Ein neuer Fund enthüllt versteinerte Skelette, eines Adligen und seines Sklaven. Der Adlige im Alter von 30 bis 40 Jahren behält Reste seines Mantels, während der junge Sklave im Alter von 15 bis 20 Jahren Spuren schwerer Arbeit an seinem Rückgrat aufweist. Diese Überreste wurden in einer unterirdischen Villa gefunden. Der Adlige überlebte den ersten Aschefall, starb jedoch bei der Explosion am nächsten Tag aufgrund eines Thermoschocks. Abgüsse anderer gefundener Leichen haben wertvolle Informationen über das Leben in Pompeji geliefert. Diese Erkenntnisse verbinden uns mit der Vergangenheit und erinnern uns an die Tragödie, die der Ausbruch des Vesuvs verursachte. Flusswürfel. Im Mai 2020 suchte Will Reed in einem flachen Fluss in Coventry, England, nach Edelmetallen. Beim Sieben von Sedimenten fand er kleine Bleiwürfel mit eingravierten Symbolen und Zahlen. Dieser Fund wuchs und er entdeckte zusammen mit seinen beiden Kindern mehr als 60 Eimer Blei. Es stellte sich heraus, dass diese Würfel in hinduistischen Gebetsritualen verwendet werden. Anhänger schreiben Wünsche auf die Würfel, bevor sie sie in einen heiligen Fluss wie den Ganges werfen, um ihren Wünschen freien Lauf zu lassen und sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Obwohl Würfel in Ländern wie Indien weit verbreitet sind, fand Reed sie in England. Wahrscheinlich wurden sie dort in den letzten 40 Jahren von britischen Hindus abgeladen, die in ihrer neuen Heimat ihre religiösen Traditionen praktizierten. Der Coventry River könnte in ihren Ritualen den Ganges ersetzt haben. 1000-Jahres-Markierung von vor 200 Jahren. Sport erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit in der Unterhaltungsbranche. Die Spannung, Mannschaften zu unterstützen, Spielstände zu verfolgen und Erinnerungsstücke zu sammeln, ist einzigartig. Interessanterweise gibt es schon seit Jahrhunderten alte Versionen von Fußballspielen mit LED-Lichtern, Bällen und Geräten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch antike Zivilisationen wie die Mayas vor etwa 1200 Jahren ähnliche Sportarten betrieben. Kürzlich machten Archäologen einen faszinierenden Fund, eine runde Steintafel, die in Mexiko als Markierung diente. Auf dem Tablet sind zwei Männer zu sehen, die ein fußballähnliches Spiel namens Pelota spielen. Das Spiel ist am Rand der runden Tafel abgebildet, zusammen mit Hieroglyphen, von denen angenommen wird, dass sie auf mit dem Spiel zusammenhängende Markierungen hinweisen. Diese schwere Tablette mit einem Gewicht von mehr als 40 Kilogramm wurde fast einen halben Kilometer unter der Oberfläche gefunden. Diese Entdeckung verbindet uns mit antiken Gesellschaften und ihrer Leidenschaft für Sport und Wettbewerb. Es könnte auch Aufschluss darüber geben, wie diese Zivilisationen Sport trieben und Punkte führten. Wer weiß, vielleicht hilft es uns sogar, alte Spiele wie Ball und ihre Regeln besser zu verstehen. Versteckte Kammer in der Pyramide von Gizeh. Pyramiden sind faszinierende und rätselhafte menschliche Bauwerke. Es ist bekannt, dass sie Geheimnisse und Schätze bergen, was sie zu Spekulationsobjekten macht. Doch selbst bei der berühmten Pyramide von Gizeh könnte man meinen, dass es nichts Neues zu entdecken gibt. Das stimmt aber nicht. Mit Hilfe fortschrittlicher Technologie fanden Wissenschaftler in diesem 4500 Jahre alten antiken Wunder eine 30 Fuß lange versteckte Kammer.
Die Pyramide von Gizeh ist das letzte der sieben Weltwunder der Antike und weithin anerkannt. Obwohl im Laufe der Zeit verborgene Schätze entdeckt wurden, blieb es in den letzten Jahren diesbezüglich ruhig. Bis moderne Werkzeuge wie Infrarottomographie, 3D-Simulationen und kosmische Strahlungsaufnahmen verwendet wurden, um einen röntgenähnlichen Scan zu erstellen. Die Entdeckung des 30-Fuß-Tunnels verleiht einer bereits rätselhaften Struktur noch mehr Rätsel. Der Zweck dieses Tunnels bleibt unbekannt. Es wurden verschiedene Ideen vorgeschlagen, beispielsweise eine Grabkammer, ein Gebäuderaum oder ein Korridor. Aufgrund der Einschränkungen der Myonenradiographie ist jedoch nicht sicher bekannt, was der leere Raum enthält. Diese Entdeckung löste in der archäologischen Gemeinschaft eine Debatte aus. Einige Experten warnten davor, voreilige Schlussfolgerungen allein auf der Grundlage von Myonendaten zu ziehen, und wiesen auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hin. Möglicherweise mit Hilfe von Roboterexplorationen oder anderen fortschrittlichen Techniken, um den Zweck der verborgenen Kammer in der Pyramide von Gizeh zu verstehen. Das gesunkene niederländische Schiff. Im Jahr 2019 fanden Taucher an der Küste von Sussex Überreste eines alten Schiffs, das in Eastbourne bisher unbekannt war. Zu den Überresten zählen Kanonen, Marmor, Löcher in Holz und Fragmente italienischer Keramik. Nach der Analyse von Holz datierten Wissenschaftler das Schiff auf das 17. Jahrhundert. Sicherheitsmaßnahmen schützen den Bereich vor Diebstahl. Die Artefakte, versunkene Schätze, wecken historische Neugier. Nach 4 Jahren wurde es als niederländisches Kriegsschiff aus dem Jahr 1656 identifiziert. Möglicherweise war es Schlachten, Piraten oder Katastrophen ausgesetzt. Das Geheimnis wurde gelüftet, die Ermittlungen dauern jedoch an. Wissenschaftler erforschen Konstruktion und Bodensenkung, um sie besser zu verstehen. Discovery bietet Einblicke in die Seefahrtsgeschichte und Schifffahrt dieser Zeit im 17. Jahrhundert. Fragmente des Shuttles Challenger. Am 28. Januar 1986 startete die Raumfähre Challenger zu ihrer 10. Mission. Trotz seiner 9 bisherigen erfolgreichen Reisen ereignete sich dieses Mal eine Tragödie, das Shuttle zerfiel über dem Atlantik aufgrund von Problemen mit einem der Triebwerke, die durch niedrige Temperaturen verursacht wurden. Diese Tragödie veranlasste die NASA zu erheblichen Sicherheits- und Designverbesserungen. Kürzlich fand ein Unterwasserfilmteam während der Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm ein riesiges Objekt unter Wasser. Sie dachten, es könnte ein außerirdisches Schiff sein, aber es stellte sich heraus, dass es sich um ein Fragment der Challenger handelte, die vor 37 Jahren explodierte. Die NASA bestätigte, dass es sich um das größte bisher gefundene Fragment handelte. Dieser Fund könnte in einem Museum zu Ehren der 7 verstorbenen Astronauten ausgestellt werden. Während einige Entdeckungen uns begeistern, erinnern uns andere an schmerzhafte Momente aus der Vergangenheit. Wir müssen immer unsere Neugier bewahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren des Kanals. Bis zum nächsten Mal.